Hallo! So, heute geht's weiter mit Clip Nummer 9. Ich habe mir wieder was für die rechte Hand überlegt. Basisübung, Grundarpeggio. Arpeggio heißt, ich schlage die Saiten harfenartig, also von Arpa kommt das, der Begriff. Ich schlage die Saiten nacheinander wie auf einer Harfe an. Ein anderer Name dafür ist Zupfmuster oder Anschlagsmuster. So, es gibt sechs Grundarpeggien. Ich mache beispielhaft Grundarpeggio Nummer 1. Das kann man dann auf alle sechs Arpeggien übertragen, wie man die üben soll. Das Blatt mit den Grundarpeggien gibt es wie immer bei mir. Das könnt ihr euch anfordern und ich schicke euch das dann. So, also ich gehe mit der rechten Hand in die Grundstellung. Die linke Hand hat erstmal Pause. Das zeige ich in einem anderen Clip, wie man das dann verbinden kann. So, also Daumen ist auf der Bassseite, jetzt erstmal auf der sechsten. Zeige auf der dritten, Mittel auf der zweiten, Ringfinger auf der ersten. Das ist wieder beim Akkordspiel unsere Grundstellung für die rechte Hand. So, jetzt schlage ich einfach, alle vier Finger lege ich auf die Saiten und dann schlage ich einfach der Reihe nach Daumen, Zeige, Mittel, Ringfinger an. Also P. Tast immer mit allen vier Fingern vor, also gehe an die Saiten und dann schlage ich nacheinander an im freien Anschlag. Also der Finger schlägt an, geht dann über die Saiten hinweg und bleibt in der Luft. So mache ich es gerade nochmal. Also zack, diese Bewegung, anschlagen, über die Saite weggehen. So, der nächste Schritt ist, dass ich das mit verschiedenen Basssaiten spiele. Und zwar, ich fange mit der sechsten Saite an, fünfte Saite, vierte Saite, fünfte Saite. Wiederholen. Wieder schön darauf achten, dass es gleichmäßig ist und dass ich mit allen vier Fingern vortaste. Das ist erstmal die Basisübung, das könnt ihr so probieren. Die nächsten Weiterführungen folgen in den nächsten Clips 10 bis was weiß ich wohin. Bis gleich!